So kurz nach Gießen steht jetzt am Samstag direkt schon wieder das nächste Spiel an in Ulm. Mit Sicherheit eine schwierige Aufgabe. Erfahrungsgemäß war es in den letzten Jahren immer und ich gehe davon aus, dass du es ähnlich schwierig auch erwartest. Ja, die Ulmer hatten eine Vorbereitung, die enorm gut war, haben jetzt gegen Koblenz das Tor nicht gemacht, hatten zwar auch ein paar Situationen zu überstehen, wo Koblenz Torchancen hatte, aber grundsätzlich sind sie gut unterwegs, haben Groß-Asbach 6-0 geschlagen, haben in Balingen, gegen Balingen 3-0 das Pokalendspiel gewonnen und haben ohnehin eine gute Besetzung, sind eingespielt. Plus Neuzugänge, die dann nochmal die Mannschaft verstärken. Also eine starke Mannschaft, die wir da als Gegner haben, die sicherlich auch das erste Heimspiel da zu Hause gewinnen wollen. Wir wollen auch uns reinschmeißen und dagegen halten. Das ist unser Ziel. Dadurch, dass es doch jetzt eng getaktet ist mit quasi zwei Spielen in wenigen Tagen, wie wirkt die Mannschaft auf dich? Auch physisch, wer steht zur Verfügung und wie haben sie sich so im Training jetzt gezeigt? Ja, das Training war gut. Ja, das ist überraschend nach der starken Belastung, die sie hatten, war das gut, sodass ich zuversichtlich bin, dass wir frisch in Ulm auftrumpfen können. Isra ist angeschlagen nach dem brutalen Foul gegen Gießen, fand ich schon fast auch rotwürdig, dieses Foul. Hat eine starke Prellung, ich weiß nicht, ob er spielen kann. Luca Blass hat im Training eine Prellung am Knie sich zugezogen, der wird auch fehlen. Alle anderen sind soweit dann auch dabei. Was die eigene Ausrichtung angeht, man kann ja davon ausgehen, dass das Spiel jetzt gegen Ulm auch nochmal ein anderes wird. Gießen hat relativ defensiv gespielt. Achtest du dann auch, sage ich mal, in der eigenen Ausrichtung auch drauf oder wird es weiter offensiv bleiben? Ja, es hängt immer davon ab, was uns der Gegner auch erlaubt. Ich weiß, dass Ulm auch sicherlich vorne mal attackieren kann und Pressing spielt und auch eine hohe Aktivität wählt, ähnlich wie wir das wollen. Dann wird sich herausstellen im Laufe des Spiels, wer mehr seinen Stil dann durchbringen kann und sich Vorteile erarbeiten kann. Ich glaube, dass ein Spiel auf Augenhöhe sein wird und natürlich berücksichtige ich auch die Stärken und Schwächen des Gegners.